Herzlich willkommen zur 90. Ausgabe von Ballaballa TV. In diesem Zusammenhang geht ein freundschaftlicher Gruß an das Organisationsteam des BSV Reden rund um Horst Vogler, die uns Arminen am letzten Freitag sehr freundlich empfangen haben. Wir freuen uns auf einen Gegenbesuch von euch im Arminia-Stadion. Wurde uns Gästen von offizieller Seite ein warmer Empfang bereitet, so meinte es der Wettergott mit allen Beteiligten der Oberliga-Partie des heimischen Beispielvereins und der Gäste von Arminia Hannover nicht so gut. Je nach eigenem Gemütszustand erwartete die Zuschauer entweder eine Szenerie wie in einer Waschstraße, nur dass hier anstatt Autos gleich deren Besitzer gewaschen wurden, oder für die Apokalyptiker unter den Anwesenden fühlten sich die äußeren Verhältnisse an, als wäre das jüngste Gericht heraufgezogen. Und so war ich auch dankbar, dass ich mein Kamera-Equipment geschützt direkt neben dem Stadionsprecher unter der Haupttribüne aufbauen durfte. Als das Match des 9. Spieltags der Oberliga in Niedersachsen vom Schiedsrichterteam um Bastian Grimmelmann angepfiffen wurde, zog ein böiger Wind gepaart mit sintflutartigen Regengüssen durch das Stadion. Die äußeren Verhältnisse bereiteten den Akteuren auf der Waldsportstätte während der gesamten Spielzeit arge Schwierigkeiten, sodass gelungene Spielzüge bzw. das Festhalten an den festgelegten Spieltaktiken eher dem Willen bzw. Unwillen der äußeren Verhältnisse unterlagen. Trotzdem bzw. gerade deshalb sollte sich im Landkreis Diepholz eine sehr unterhaltsame Begegnung entwickeln, bei der die Zuschauer gut unterhalten wurden. Mit Leidenschaft wurde auf beiden Seiten zur Sache gegangen, sodass Schiedsrichter Grimmelmann bereits in der 13. Spielminute Redens Abwehrrecken Moody Chana die gelbe Karte unter die Nase halten musste. Zur Ehrenrettung beider Mannschaften möchte ich hier ausdrücklich betonen, dass die Partie niemals aus dem Ruder lief und trotz der 4 gelben Karten für den BSV Reden und eine für Arminia kämpferisch, aber nie unfair geführt wurde. Redenstrainer Christian Arambasic hatte seinem Team eine zusätzliche Portion Leidenschaft verordnet, damit das Ergebnis nicht am Ende des Tages so wie gegen den FSV Schöningen aussah, bei dem sich seine Mannschaft durch 2 Eigentore selber um den Erfolg brachte. Und seine Eleven schienen in den anschließenden Minuten seine Aufmunterungen, auch unterstützt durch massiven Rückenwind, besser als die Gäste aus Hannover zu verstehen. BSV-Kicker Erik Anossi verfehlte in dieser Szene das von Arminia-Torhüter Dominik Krimpe gehütete Tor nur denkbar knapp. Auch kurze Zeit später war es erneut Anossi, der die nächste Chance für den BSV vergab. Was die Hausherren nicht selber besorgen konnten, erledigte Arminia dann per wunderschönem Eigentor das hier ebenfalls schon angesprochenen Arminia-Goalies Dominik Grimpe. Beim nächsten Mannschaftsabend wird da bestimmt eine Runde fällig. Ach, übrigens auf Seiten der Redner spielte mit Nikita Marusenko ein Spieler, der seine Boka im letzten Jahr noch für Arminia schnürte. Zimperlicher wurde mit ihm deshalb nicht umgegangen, was er bei einem Foul von Arminias Yannick Balz zu spüren bekam. Aus dem seelischen Gleichgewicht konnte Marusenko die Unsportlichkeit durch seinen alten Mitspieler offensichtlich nicht bringen. Auch sonst brachte Marusenko sehr viel Ordnung in das Spiel der Redner Heimelf. Come on!
Und noch ein Lob möchte ich verteilen. Diesmal an das gesamte Schiedsrichtergespann um Bastian Grimmelmann. Mit viel Gefühl für das, was gepfiffen und was eben auch nicht gepfiffen werden muss, hat er durch seine Entscheidung den Spielfluss beider Mannschaften nicht unnötig gestört. Bravo! In der 40. Minute musste er dann allerdings pfeifen, nämlich den Anstoß nach dem 1:1 Ausgleichstreffer durch Arminias David Lucic. Aus Spitzenwinkel vollendete Arminias Nummer 10 einen wirklich sehenswerten Angriff. Wo war ich gerade stehen geblieben? Ach ja, bei Bravo! In der 45. Minute gab es dann noch ein Abseitstor von Redens Mannschaftskapitän Lovros Sindik zu bestaunen. Das Regelwerk und auch Schiedsrichter Grimmelmann hatten allerdings etwas dagegen einzuwenden. Und so blieb es dann auch beim leistungsgerechten Unentschieden zum Pausentee. Die erste Chance in der Hälfte 2 ergab sich durch eine direkt auf das Tor getretene Ecke von Arminias Max Kummer. Mit dem nötigen Glück hätte das Runde mit Hilfe des Seitenwinds auch schnell das Eckige des von Redens Goalie Daniel Banfali gehütete Tor treffen können. Auch sonst trug der mittlerweile aufgeweichte Boden dazu bei, dass beide Mannschaften durch die äußeren Einflüsse gleichermaßen benachteiligt wurden und auch durch Zufälle zu Chancen kamen. Die nächste Chance ergab sich für Redens Rekek Stubler, der nach einem Bilderbuchpass von Nikita Marusenko schön in Szene gesetzt wurde. Sein platzierter Schuss ins rechte untere Eck konnte Arminias Torwart Grimpe mit einer ebenso brillanten Parade gerade noch entschärfen. Die anschließende Ecke für den BSV brachte nichts ein. Arminia war dann anschließend dem 2:1 mehrmals näher als die Gastgeber. Auf den Rängen wurde in der Zwischenzeit mit Eddie Kramer ein Anwesender angefeuert, der gar nicht auf dem Spielfeld aktiv war. Die Auflösung des Warums kommt von den Anfeuernden selber. Eddie.
dem Spielfeld war trotz viel Leidenschaft auf beiden Seiten keine Ergebnisveränderung mehr zu verzeichnen. Das 1:1 Unentschieden wurde dem Spielverlauf und der leidenschaftlichen Leistung beider Mannschaften auch mehr als gerecht. Die Kaperfahrt der Saison 2024-25 geht am Tag der deutschen Einheit für Arminia mit dem Heimspiel gegen den starken VfL Oldenburg weiter, die am gestrigen Samstag bei Atlas Delmhorst einen 3:1 Auswärtssieg für sich verbuchen konnten. Ballaballa TV sendet nach dem 15.10. wieder, dann unter anderem hoffentlich auch wieder vom internationalen Fußball aus Griechenland. Bis dahin wünsche ich allen einen schönen Feiertag, schöne Herbstferien oder was auch immer. Allez les bleus, Forza Arminia! Das Spiel endet 1:1 und wir bedanken uns bei unserem Gast, der Arminia aus Hannover. Am Mittwoch, den 15. spielen wir hier gegen Eintracht Braunschweig, die U23 um 19:30 Uhr. Wir bedanken uns bei unserem Gast, wir wünschen ihm eine gute Heimreise und seinen Anhängern und viel Erfolg auch für den Rest der Saison. Und allen anderen, auch den BSV Regenfeld und den neutralen Zuschauern, wünschen wir eine schöne Heimreise. Dankeschön, bis zum nächsten Mal. Thank you.